Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Tiny Cow. Ich habe, wie ihr seht, 8 Billionen jetzt gemacht und fast 6000 Gür. Aber mir ist das gleiche passiert wie bei Part 3, dass ich nicht aufgenommen habe. Obwohl, ich habe aufgenommen und dann... Also nicht, ist mir nicht genau das gleiche passiert. Weil mein Handy ist dann einfach ausgegangen, mein Handy war dann leer. Und dann war keine Aufnahme, hatte ich keine Aufnahme. Was natürlich auch super geil ist. Aber ich bin jetzt mittlerweile schon bei Mozzarella. 5000 Kühe und ja, jetzt nochmal 5000 Kühe. 1,6 Millionen in der Sekunde. Geil. Alter, als ob Kühe fast voll. Eine Kuh passt noch rein. Das ist die letzte Kuh. Da passt nur noch eine Kuh rein, als ob. Okay. Upgrade. Hut. Einmal ein Hut. Das sollte erstmal reichen. Wenn ich einmal eins upgrade. So, was kann ich denn jetzt machen? Erstmal noch ein paar Kaus holen. Ich hoffe, dass diesmal nicht mein Handy einfach abstürzt. Weil das wäre schon ziemlich scheiße. Und ich sehe gerade, wir haben Blau und Schlau gelöst. Philadelphia Cheese and Curver. Next Big Cheese. Farm Cheesist Velveeta Wedge has embarked on a mission to discover the next big cheese. With funding from the Society of Fine Food, she is set to tour the farmlands for the next few months. Okay, gut so. 40 Millionen. Philadelphia Cheese and Curver served up. Cheese platters have now overtaken all other forms of gift baskets. Their ubiquitous popularity may be due to people buying them for themselves. Okay. Aber das kann ich mir. Ich kann mir eh schon meine Couchette kann ich mir easy holen. Okay, was gibt das? 16 Billionen. Ja, Leute, ich bin mal ganz kurz weg und guck mir das an. Ja, okay. Stürzt einfach ab. Das ist einfach abgestürzt und ich krieg mein Geld nicht. Mann. Aber ich glaube, ich gehe noch mal ganz kurz einen Cut machen und ja, gehe dann mal kurz woanders hin. Da werde ich jetzt noch mal ganz viele Kühe da produzieren oder halt klonen einfach. Ich muss ja nur noch 89 halt paar Kühe farmen. Goal completed. Yeah. Ich muss 1 Billion in der Sekunde kriegen? Als ob 1 Billion in der Sekunde das nächste Ziel ist. Ey, das dauert. Das dauert richtig lange. 20. Gut. So, ich fertig. So, ein bisschen einfach noch was gemacht. Das nächste mache ich dann einfach. Ja, hier noch ein bisschen was. Obwohl, was kann ich machen? Für 3 Billionen halt das Cheese Certifications. So, National Geographic. 2 Cheese Abilities. Cheese's Velveeta Wedge has narrowed down her findings to 2 cheese possibilities, Gouda or Gorgonzola. Fiera debates result for both cheeses. Who will win? Boom. Ah, 26 Billionen, die hole ich mir kurz. Ja Leute, da bin ich wieder. Krieg 26 Billionen Cash. Ich brauche schnell mehr Geld. So, werde ich jetzt erstmal noch ein paar Kühe machen.
Das mit den Kühen dauert ja echt lange mittlerweile. Halt eigentlich, wenn man das nur so in der Aufnahme spielt und nicht so und halt nicht so die ganze Zeit, dauert das echt lange. Eine Billion als Random Gift, okay. Natural Geographic Cheese of Society. With cheese replacing milk as the source of required calcium, lactose intolerante Leute will never be an issue again. Achso. Nie wieder Laktoseintoleranz. Geil. Humanity congratulates itself on this milestone. Yay! Ah, gut so. Ich kann ja insgesamt 35.000 Kühe haben. Ich verstehe aber auch nicht, wo man diese Permissions herkriegt. Ja, Leute, da ist schon wieder die Aufnahme abgestürzt. So, damit jetzt bin ich ja wieder zurück. Ich war ja gerade hier am gucken. Für Gouda brauche ich ja 250 Billionen an Farm Value. Das dauert nicht mehr lang. Da kann ich auch schon den Gouda. Kriege ich auch schon den Gouda. Wahrscheinlich kriege ich den Gouda in Part 5 oder so. Ja, Part 5 wird dann der Gouda-Part. Oh je, denn direkt in die Fresse kommt dann Part 5. Ja. Das sind richtig viele Kühe immer. Ja, und ich krieg das auch nie voll. Ja. Ah, ich kann das Max. Ich habe jetzt drei Sachen einfach maxed. Recharge faster, running cow, for each running cow. Mhm. Ich habe jetzt Tier 1 und Tier 2 fertig. Tier 3 dauert ja noch was. Mhm. Fast komplett voll ist es wieder. Also war gerade eben das Ganze bei der Cloning Machine halt. So. Die Soße. Soße. 150.000. 150.000 und nochmal 150.000. Warum kann ich eigentlich bei den Silos nichts machen? Increase Silo Quantity, increase Wait Time Earning. Ach, so. Geht's eigentlich bei Premium? Also Silo Qualität. Six Minutes. Gut, okay. Bald auch schon den Gouda. Voll geil wird das mit dem Gouda. In der nächsten Folge. Werde ich dann wahrscheinlich auch direkt im Anschluss aufnehmen. Eine Billion. Perfekt. Ja. Wir warten auf jeden Fall noch, bis Farm Value auf 250.000 geht. Das ist voll die Veränderung. 03, 135, 685, 32, 48. Ja, das hole ich mir noch kurz, Leute. Ja, Leute, ich habe jetzt hier. Ich kriege jetzt die 48 Diamantkäse. Ich gucke immer wieder nach, wie das Farm Value jetzt steigt. Ich glaube, jetzt als allererstes werde ich jetzt mal noch ein bisschen Kühe farmen. Also nicht Kühe farmen, sondern einfach die Kühe klonen. Ich werde das alles eh nicht voll bekommen, weil ich hab ja jetzt 35.000 Platz für Kühe. Und das würde so lange dauern, das voll zu kriegen. So, Ende.
Alter. So. Steigt jetzt immer um 300.000 ungefähr pro Sekunde. Und das halt immer so lange, wie ich Kühe mache. Boom, 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 boom. Immer weiter Kühe machen. Zack, Alter. Ja, es dauert echt nicht mehr lange. Ja, Leute, ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt noch kurz an und ja. Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gönnt dem Video doch einen Daumen nach oben und mir ein Abo. Folgt mir auf Instagram auch noch. @gamer7650. Ciao.